Meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier vom Gemeinschaftsprojekt auf der Stappenbach im LS17. Immer noch mit am Start unser Daniel, unser Sandmann. Tag. Ja, und wie gesagt, wie ihr schon in der letzten Folge mitgekriegt habt, sind wir hier so dabei, so die letzten Erntevorbereitung oder Erntearbeiten zu durchführen. Und dann, wie der Daniel zum Beispiel, fängt nun schon an, alles winterfest zu machen, sprich pflügen der Felder. So, und dann gucken wir mal. Dann wird es bald Winter, dann wird es kalt und weiß. Oh ja, und ich freue mich ganz ehrlich schon drauf, im Schnee Richtung Forst zu gehen. Muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Naja, ne? Das wird auf jeden Fall schön. Das es wird interessant mit uns Pappenheimern und Schnee und der realen Fahrphysik. Ja, richtig. Das könnte wirklich ja interessant für alle werden. Also ja, es lohnt sich dran zu bleiben. Also das wird definitiv interessant. Und ich merke gerade hier und da, die Aufballistierung, die ist so gerade gut genug. So das Gewichtsverhältnis zwischen Front und Heck, kann man machen. Ja. Muss man aber nicht. Muss man nicht, nein, so ist es. Weil ich meine, wir haben nur den kleinsten Flug dranhängen und das kleinste Frontgewicht, aber man merkt dann hier und da doch, dass die Vorderachse mal ein bisschen Verlust hat. Wäre dann im Winter ganz interessant, wenn wir im Winter flügen könnten. Ja. Weil normalerweise flügt man ja auch mit dem Frost. So sieht's aus. Richtig. Aber wenn wir das versuchen, dann lässt er uns nicht mehr. Dann meckert er rum. Der Boden ist zu kalt zum Bearbeiten. Zum Pflügen gibt es keinen zu kalt. Gibt nur zu schlammig. Ja, genau. Und irgendwo rechts von mir düdelt ein Wiesel rum. Ja, so sieht's aus. Ach, da oben fährt er. Da oben Pferde. Oben, ja. Und ich habe wieder einen Frosch im Hals. Na super. Blöde Erkältung. Naja. Also ihr merkt, Leute, wir schonen uns nicht. Nee. Wir nehmen auf. Ohne Verluste. Ja. Naja, 10% schonst du immer und wenn es die Stimme ist. So ist es. Dann muss der Wiesel eben weiter für mich moderieren. Joa. Ja, oh, geht schon. Ich bin ja heute immer im Aufnahmemarathon, also von daher, das stört mich das nicht mehr. Eben. Habe ich mir nämlich auch so gedacht, Wiese. Gute 15 Folgen aufgenommen heute. Ja, gut läuft bei mir, würde ich sagen. Ja. Da gehen noch so 3-4 Folgen. Geht alles noch. Das ist noch vollkommen im Rahmen. Natürlich. Ja gut, LS haben wir halt nicht immer so die gemeinsame Chance aufzunehmen, wie wir das gerne hätten. Ja, so ist es. Das ist momentan, ja, ist halt nicht so gegeben, dem Ganzen. Ist halt das Weihnachtschaos. Oh ja. Und für genau das versuchen wir auch vorzuproduzieren. Ja. Beton liegt auf Versuch. Genau. Am Versuch sind wir gerade dabei. Was daraus wird, das werdet ihr dann sehen. Ja. Ob wir es hinkriegen oder nicht. Ja, ich hoffe doch, dass wir irgendwie hinkommen. Ich hoffe es ja auch. Also ich, ja. Ich meine, wenn ich alle Folgen zusammenkratze, so wirklich alles, dann komme ich vielleicht über die Weihnachtstage mit Glück über Neujahr. Okay, naja, also wenn ich alles zusammenkratze, komme ich wirklich. Na gut, doch, also mittlerweile jetzt momentan muss ich sagen, komme ich über die Weihnachtstage. Silvester und so wird schon wieder kritisch. Da würde ich dann eventuell höchstens ein Let's Play übers Neujahr retten. Aber sonst ja, wie wird's eng.
Wie viele Let's Plays bei mir das sind, die im neuen Jahr ankommen, das ist auch fraglich. Verdammt. Verdammt. Egal. Weil kommenden Sonntag haben wir schon Heiligabend. Ja, deswegen. Schlimm, sowas. Echt mal. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder dieser Stress. Und das für einen Tag, der eigentlich im Endeffekt nichts weiter wie ein ganz stinknormaler Tag ist. Also zumindest für uns einer, die wir ja jetzt eigentlich uns nicht mehr gegenseitig beschenken. Na gut, in Klammern, in Gänsefüßchen gesetzt, weil Ich das wollte wird das ja sagen. heutzutage auch viel zu sehr übertrieben, würde ich Ja. sagen. Weil Ja. ich meine, Weihnachten, was war das? Das war damals gedacht für uns Kinder, na, dass der Weihnachtsmann kommt und dass du Geschenke kriegst und ja, Bescherung und ach, hast du nicht gesehen. Da hast du dich neu gefreut. Heutzutage guckst du auf die Noten, weißt du, und du sagst du selber, was ist, das kann ich mir selber schenken oder wenn ich was brauche. Da muss ich hier nicht Heiligabend noch hier übelste Bescherung und so. Aber das wird halt leider Gottes bei vielen trotzdem gemacht. Und naja, dann hast du den Stress halt. Ja, dann ist halt dieser Druck da. Du musst Geschenke da haben, weil der und dies und jenes und oh Gott. Sobald einer in der Familie damit anfängt, hast du verloren. Naja, oh. Obwohl es geht, so die letzten Jahre eine Kleinigkeit für unsere Eltern, eine Kleinigkeit für unseren Kleinen. Und das war es auch. Ja, oh. Jo, unser Kompost ist voll. Ja. Das ist jetzt praktisch. Ja, so würde ich das jetzt auch nennen. Da muss ich mal gerade ein wenig an der Schraube drehen. Ja. So, ja, wo haben wir es denn? Ja, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Nee. Sieben und acht. Ach, die 7 war das echt? Mal gucken. Sieben für runter, acht für Ruf. Ach, der 8 war es. Hallo, 8? Du bist nicht als Machst du? Admin eingeloggt. Ach, genau, das ist es. Ich wollte sagen, hä? Ich drück da drauf rum, es passiert nichts. Okay. Ja, gut, dann muss ich Bitte, noch mal ins Dankeschön. Fix. Ja, genau, oh Gott. Ja, super, Passwort. Hahaha. Wie war denn das noch gleich? Ach, Das da. kann ich dir nicht sagen, das hast du mir nie verraten. Nee, na gut, ich könnte dir das ja mal später mal bringen. Würde ich sagen, aber macht Sinn, dass du das auch hast. Ja, macht Sinn, dann sehe ich zumindest auch den aktuellen Kontostand. Ja. Und meine Zuschauer natürlich auch. So. Ja. So. Jetzt wollte ich gerade mal was gucken. Okay. So, das haben wir gemacht. OBS, wo bist du? Nicht da, wo man dich gerade braucht, dort. Das Gut. ist doch normal, oder? So, ja, normal. Vollkommen normal. Ja, Zack. das Schöne bei mir ist, ich kann die Aufnahme einfach kurz pausieren. Ja, Ja, gut. was heißt kurz? Ich kann die auf Pause drücken und kann auch Kaffee machen gehen. Echt? Okay. Ja, mein Aufnahmeprogramm stört das nicht. Das macht erst weiter, wenn ich sage, jetzt darfst du. Okay, naja gut. Das ist wiederum das weiß wieder, da habe ich wieder. Na gut, weiß ich nicht, wie das bei OBS ist, aber ich glaube, das mag nicht so wirklich. Also wenn ich da auf Pause gehe, ich könnte ein Pausenbild reinpacken, ja, das könnte ich. Aber Also, das ist. man kann auch die Aufnahme pausieren bei OBS, glaube ich, mit einem Muster-Hotkey belegen. Kennst du Blödsinn, ja? Ja gut, ja, müsste ich bloß mal tun. Hust, hust. Ja, und so, wisst ihr Bescheid. Ja, Ja, das ist das Schöne, wenn man mit zwei Programmen arbeitet, dahingehend. das ist wohl wahr. Bei mir, ich brauche OBS nicht umstellen auf Aufnahme. Das muss ich wohl nicht bei mir.
Also wie gesagt, ich habe beides anders belegt. Also ich habe Ja. fürs Streaming eine andere Taste wie fürs Aufnehmen und das passt. Ja, das ist auch besser so, Du könntest theoretisch, also du kannst theoretisch mit OBS ja sowohl aufnehmen wie auch streamen gleichzeitig. Ja. Das würde gehen, aber das macht mir keinen Sinn, weil da müsste ich ja im Stream auch noch die ganzen Ansagen machen etc. Und das, ja. Richtig. Obwohl, dann nennst du es einfach Live-Let's Play im Stream. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Aber, weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert, ob das bei meinen Leuten ankommt oder nicht. Gibt genug Leute, die es machen, sage ich. Ja, wie gesagt, weiß ich, kenne ich selber, aber ja. Ich stehe da auch nicht so drauf. Nee, wie gesagt, also wenn, dann trenne ich das schön. Let's Play und Stream und dann ist es gut. Auf allem habe ich immer das Gefühl, dass OBS eine schlechtere Bildqualität liefert, wie das, was ich benutze. Ist so vom Gefühl her immer. Ja, kannst du recht haben, weiß ich nicht, also. Das könnte auch daran liegen, dass das Programm quasi aufs Spiel selbst zugreift und eine 1:1 Übernahme macht. Okay. Das captured nicht zwischen. Jo, gut. Dadurch habe ich Okay. auch keine Frameverluste mit dem Programm, die du mit OBS ja immer hast, da OBS versucht, das im Spiel durchs Spiel zu capturen. Oh, hehehe. Du bist leer. Nein. Der Komposter ist voll. Das heißt, ich fliege gleich weiter. Wir können nichts mehr abladen, weil der Komposter nicht arbeitet. Schön. Okay, also das heißt, wir dürfen jetzt erstmal ein wenig arbeiten. Das heißt, ich kann erstmal wieder die Zeit ein wenig runterstellen. So, weil wir müssen jetzt erstmal wieder laden. Und dann kommt wieder unser schöner russischer Freund zum Einsatz. Jawohl, ja. Der freut sich schon, dass er mal wieder ran darf. Der auch Krach für 10 machen könnte. Ach so, denk dran, Fahrphysik hat sich geändert, ne? Auch bei dem. Echt? Okay. Werde ich merken. Definitiv. Wollte ich nämlich sagen, das merke ich ja, wenn das sich ändert. Aber gut, ja doch, ja, man merkt. Ja, noch hast du eine leere Schaufel. Nein, ich habe eine volle. Ach, du hast schon eine Schaufel volle drauf. Ich habe schon voll gemacht gerade. Weil ich mir dachte, gut, Ui. bereitest du gerade schon mal vor. Ui. Und ich merke gerade, dass ich hier noch nicht über den Händler gelaufen bin nach dem letzten Patch. Okay. So, los geht's. Los geht's, die Dann Luzi. schaufeln wir uns mal wieder ein zurecht. Sehr schön. Warum fällt das daneben? Obwohl ich doch. Muss ich das jetzt verstehen? Ja, Nicht wirklich. du warst scheinbar nicht ganz drüber. Okay. Dann holen wir mal noch den Fleck da weg. Oh Gott. Kleine Fleckchen. Ja. Aber 3% sind im Hänger gelandet. Ja, wow. Von wie viel? Von, ich glaube, 2 oder 3000 Litern. Ja, gut. Ja. Sind Vollkommen. 600 irgendwas Liter im Hänger. Obwohl, während du da noch sauber machst, kann ich ja drehen schon. Wo ist eigentlich unser Dieselfass? Gute Frage. Stand Keine doch Ahnung. da. Ich hab's nicht weggeräumt. Also, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nicht so weit. Ich bin mir sicher, das stand. Ich hab's Also, gefunden. ich wäre mir auch sicher, dass wir das zuletzt dort stehen haben lassen. Weil Diesel ist nämlich auch keiner mehr drin. Oh. Na gut, dann kannst du natürlich auch daran liegen, dass er nicht weiterarbeitet. Okay. Ja, 100.000 Liter packt, glaube ich, die Dingen sind da. Weil wie gesagt, das Förderband hat mit einmal Stillstand gemacht. Ich denke mal, entweder Diesel alle oder Kompost vorne voll. Eins von beiden, würde ich jetzt mal behaupten.
Eieiei. Was denn los, eieiei? Wieder mal hier ruckel ruckel und so? Nö, nö. Ruckel gezuppel. Ich bin so herrlich. Ich bin so herrlich kopflastig gerade. Oh, okay. So, jetzt haben wir mal den Rotz da auch noch drin. Und auf Deutsch, wow. Vorderachse meets Erde, kaum Berührung. Okay. So, jetzt muss ich mir erstmal einen zusammenschieben hier, du. Oh Gott. Diese Steuerung mit der Maus, ich hasse sie. Das ist so abnormal ekelhaft. Ja, das ist Gewohnheit. Ja, ist wohl wahr. Ja, aber im Kompost ist auch nicht viel Platz, also den müssen wir auch wegfahren. Naja, gut, ist okay, probieren. Sind wir ja gerade dabei. Wollten wir das nicht eigentlich für den Winter und so viel? Ursprünglich? Naja, toll. So viel zum eigentlichen Plan. Eieiei. Nicht rückwärts, wenn man vorwärts fahren will. Hilft. Drücken, ja. Benzin dran steht. Ja, genau. So auf die Art. Oh Gott. Oh Mann. Oh, komm. Mach hin da. Danke. So, das wird jetzt nochmal teuer. Oh je. Lö, leeres Dieselfass. War wohl komplett leer, der Komposter? Ja. Ach du Heilige. Katzekal. Okay. 30.000 Liter gehen da rein. Ja, gut. Ja, moin, würde ich sagen. Wird erstmal teuer. Weil hier gehen ja auch nur gerade mal 22 oder 23.000 Liter rein. 22,5. Okay. Da kommt eine Nebelschwade auf dich zu. Ja, ich sehe es. Guck mal, ob der voll ist. Ich glaube, der sieht voll aus, ne? Ah, viel dürfte dann nicht mehr gehen. Sonst mach ich jetzt mal eine voll und guck mal, was da. Ja, 88%. Eine kannst du noch. Jut. Irgendwie ist mein Tisch schon wieder zu kurz. Einmal quer rüber. Ah ja, um dieses ganze Ding da rum zu reißen. Eieiei. Gucken, ob ich den Weg jetzt noch auf die Kette kriege. Und voll. Jupp. Gute Fahrt. Na komm, fahr ich hier raus. Ist ja jetzt kein Akt. Ja, gut. Eigentlich nicht. Ob ich jetzt da unten raus fahre oder ob ich hier einmal links fahre. Das ist richtig. Ah, jetzt arbeitet der Komposter wieder. Ah. Komm, jip-jasta, Jumians. Nehmen wir die Abkürzung über die Schweinezucht. Du
So, da kann ich erstmal meinen Hänger noch leer machen in der Zeit. Ja, wir sollten überlegen, ob wir uns eine größere Karre anschaffen, vielleicht gerade für den Kompost oder wegen dem Kompost. Eine größere Karre, meinst du was damit? Einen größeren Hänger. Ach so, okay. Ja, gut. Ja. Puh, keine Ahnung. Gerade für den Kompost sollten wir uns das vielleicht durch den Kopf gehen lassen. Na gut, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen wirklich so ein bisschen auf DDR-Fahrzeuge etc. gehen, Ja gut, dann müssen wir sowieso nochmal gucken wegen Anhängern. wollte ich nämlich sagen, weil dann ist mit größeren Anhängern, ja, inwieweit das dann da irgendwo noch realisierbar ist. Oder man leiht sich dann ein, wenn heißt Kompost wegfahren. Das kann Ja, man oder auch machen. das. Dass man sich da einen Zug leiht mit einem Anhänger und einem Trecker und passenden. Ja, gut, das würde gehen. Ach ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Kirowetz, der macht Spaß. Er ist schön. Aber ich hab auch noch mal so einen alten, ich weiß nicht, ob das so ein Kirowetz ist. Das ist so einer, wo du. Der sieht fast identisch aus, hat auch hinten eine Schaufel drauf. Und wo du bei dem sogar Fahrtrichtung wechseln kannst. Also du kannst einmal vorwärts fahren, dann ist die Schaufel zwar hinten, du fährst aber wiederum vorwärts und die Schaufel hängt bloß hinten. Und dann Ja. kannst du dich rumdrehen und kannst halt, ne? Das ist auch, also ich finde den auch nicht schlecht. Ich kann es dir nicht sagen. Also so von dem, was ich gesehen habe, ist es, glaube ich, fast dasselbe wie der hier. Halbwegs, keine Ahnung. Wird nicht derselbe sein, aber auf jeden Fall gefallen tut er mir. Ist auf jeden Fall auch richtig schön alt. Ach, da kommt er ja wieder, der Daniel. Ja, natürlich. Der Mensch. Da war er auch fix. Einer von der schnellen Truppe. Ja, natürlich. Natürlich mal. Hallo? Fährt er mal vorwärts jetzt? Naja, gut. Da muss ich nochmal kurbeln. Das ist nichts. Wenn dann. Ich lass den mal an, den Motor, dann siehst du oben im HUD oben links, wie voll der ist. Oh, das ist eine gute Idee, ja. Und ich sehe das auch, dann kann ich nämlich ziehe ich schon mal den Flug durch die Erde. In der Zeit Jojo, so ein mach das bisschen. mal. Jo, mach das mal. Ich Das ist meine, das gut. wird nicht lange dauern, aber Ja, aber, Männer, was wir haben, haben wir. so kannst du wenigstens in Ruhe was machen und stehst nicht nur doof rum, ne? Richtig. Und musst warten, Männer. Das stört dir jetzt erstmal nicht, Männer. Nö. Mach mal so. So muss das. Ich frage mich ja, wann denn mal die Ente so weit ist, dass er uns hilft, weil er wollte ja, er hat ja schon so oft darauf nachgefragt, ob er bei uns mal mitmachen kann, aber bis jetzt, Ja gut, wir so haben ihm auch noch richtig. keine klare Antwort dahingehend gegeben, ne? Ja, gut, nee, ist wohl wahr, aber naja, eigentlich weiß er ja die Antwort. Am Ball bleiben tut er ja. Ja. Ja gut, und er braucht dann halt die ganzen Mods, ne? Ja, ich sag mal so, Kleinste Problem das eigentlich. ist das kleinere Ding, also, ne? Brauche ich ihm bloß den Link schicken und dann zieht er die sich runter. Ja. Das ist jetzt kein Akt, ne? Kennst doch Us Ente, oder? Ich kenne es Ente, ja. Das ist ja genau das. Das ist wie mit vielen Leuten momentan so, ja. So diese, ja, so richtige Bockstimmung nicht wirklich, aber auch die Null Bockstimmung nicht wirklich oder mal ne, zu sagen, auf was man Bock hat, nö. Das muss man selber jetzt mittlerweile noch erahnen, was denn so angesagt ist. Und das. Es weihnachtet sehr. Naja, ich frage mich nur, warum, was denn so Weihnachten tut. Also ich. Keine Ahnung. Das Einzige, was bei mir weihnachtet, ist der Weihnachtsstress, dass ich die Videos fertig kriege. Mehr mache ich nicht, also weil die Geschenke und so brauche ich nicht, haben wir nicht, schenken tun wir uns nichts, also nö, fällt alles flach, also Da, Geschenke sind schon alle lange besorgt. pff. Ja gut, ich sag mal so, ja gut, bei euch ist es so, ihr habt doch ein Kind und so, da ist Ja. das klar, aber jetzt zum Beispiel bei uns, wir selber, wir schenken uns gar nichts in der Familie, wir sind nur unsere vier Mann und ja, pff.
Von der Verwandtschaft kommt eh keiner rum, weil die sind alle zu stinkend faul, sich den Arsch zu bewegen, mal zu uns zu fahren. Ja. Schon seit Jahren kommen die nicht zu uns. Die Sie buckelige sagen zwar Verwandtschaft. immer, oh ja, wir müssten doch mal oder wir würden doch gerne mal im Sommer oder so mal für 2 Wochen oder für 1 Woche mal rumkommen und ja, und hast nicht gesehen Ja, und dann ja. keine Sau, weißt du, die sind einfach, boah. Ihr wisst ja, wo die Tür steht, ne? Naja, genau. Und deswegen, von daher, da spart man sich dann schon ein bisschen viel. Und ich meine, ich kenne meine Verwandtschaft. Ich habe die damals bei der Beerdigung von meiner Oma gesehen. Das hat mir gereicht. Die Visagen, du, da, nee. Also, da muss ich ganz so sagen, manche von denen willst du nicht unbedingt länger wie einen Tag sehen. Nicht mal länger wie 8 Stunden oder so. Da, nee, boah. Nette Leute. Das ist, ja, das sind, im Endeffekt sind es einfach nur noch Rentner. Alte Säcke. Wirklich, hornalt. Aber denken sie, sie sind was Besonderes. Ja, Und ja. können was besser wie wir, ne, die, Ja. boah, Die nee. Jugend von heute. Ja. Das ist genau diese Generation wahrscheinlich. Richtig. Damals war alles besser. Ja. Damals haben wir noch Kronkorken gehabt und keinen Schraubverschluss. Ja. Schon klar. Genau. Vollends in Ordnung. Ja, definitiv. Ah, wo ist er denn jetzt, der Kleine? Hier ist er doch, der Kleine. Da ist er, der Kleine. Und voll ist der Kleine. Tuk-tuk-tuk-tuk. Hör auf zu schieben da hinter mir, sonst schiebe ich zurück. Aber der Kirowitz hat, der Fortschritt hat wenigstens noch einen Schuhupe. Nicht so wie die Kleinkinderhupen von dem Rest hier. Naja, das ist ja schon irgendwie doof. Ach ja, so. Dupti-dupti-du-dup-dupti-dup-ti-du-dup. Wenn ich wüsste, was ich nicht weiß, dann wüsste ich, was ich weiß. Ja. Und zwar, ob es sich lohnt, hier noch einfach einen Drehschemel hinterzuhängen. Ich meine, platzmäßig würde es sich lohnen. Platzmäßig, ja. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ja. Haben wir ja Zeit bis zur nächsten Folge. Weil zu dem Kipper hier gibt es ja auch den passenden Drehschemel von derselben Marke, ne? Ja, ich weiß. Ich bin da vollstens im Bilde. Okay. Yeah. Und da haben wir schon wieder 1,5 Stunden rumgekriegt. Naja, ne? Mist. Das ist es ja. Willst du denn abmoderieren? Ja, ich fange jetzt mal an zu schaufeln hier und dann mache ich das nebenbei. Dann Also würde ich ich. sogar tatsächlich nochmal eben eine kleine Raucherpause zwischenlegen. Ja, können wir machen, klar. Kein Problem. Eine Pipi-Raucherpause-Gedingst. Ich brauche ja nicht lang zum Rauchen, ist ja das Schöne. Ja, kriegen wir schön. Wäre komisch, wenn nicht. Ja.
Na dann, Herr Wiesel, walte deines Amtes. Ja, meine lieben Freunde, ich werde jetzt an dieser Stelle hier mal, oder beziehungsweise wir machen hier mal an dieser Stelle einen kleinen Cut rein. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs natürlich Einschalten. Wir würden uns natürlich über positives Feedback von euch freuen. Und ja, aus meiner Hinsicht her würde ich jetzt mich erstmal verabschieden von euch. Ja, Daniel, wenn du noch was sagen möchtest, dann gerne. Ich sage noch das Wort zum Sonntag und zwar Tschüss. Jo, na dann. Bis demnächst und tschüss.